Willkommen. In diesem Video geht es um die PVV, die positive Vertragsverletzung. Wir sind also im Recht, wir sind im Schuldrecht, wir sind im BGB, wir sind im zweiten Buch BGB. Und die Rechtsgrundlage für die berühmte positive Vertragsverletzung sind die Paragraphen 282 in Verbindung mit 241, und da ist es vor allem der Absatz 2 BGB. Das ist die Rechtsgrundlage. Wir schauen da gleich noch genauer rein. Zunächst mal müssen wir den Begriff klären: positive Vertragsverletzung. Dieses Wort positiv ist ein tückisches. Wenn man einen positiven Infektionstest hat, dann ist das nicht positiv. Das heißt nur ja. Und in dem Fall heißt positiv aktiv. Es geht also um eine aktive Vertragsverletzung. Und aktiv heißt handelt. Das heißt, jemand handelt. Ja, gleich jemand handelt. Oft ist es so, dass jemand nicht handelt, wo er handeln sollte. Das kommt, ich denke mal, häufiger vor. Zum Beispiel, der Schuldner soll liefern an einem bestimmten Tag und er liefert nicht. Das heißt, er sollte handeln, er handelt aber nicht. Der berühmte Schuldnerverzug. Und aktive Vertragsverletzung bedeutet, dass jemand etwas tut, das er nicht tun sollte. Während in den meisten anderen Fällen die Situation ist, dass jemand etwas nicht tut, was er tun sollte. Er sollte zum Beispiel liefern und tut es nicht. Aber hier sind wir in der Situation, dass jemand etwas tut, was er nicht tun sollte. Halten wir das fest. Jemand tut etwas, was er oder sie nicht tun sollte. Das ist das Entscheidende. Deswegen die Verletzung. Er sollte das nicht tun, was er da getan hat. Ich gebe gleich ein Beispiel. Deswegen wird der Vertrag verletzt. Und jetzt ist es Zeit, mal ins Gesetz zu schauen. Und wir beginnen mit dem 241 Absatz 2 im BGB. Wir sind im bürgerlichen Gesetzbuch. Wir sind im zweiten Buch im Schuldrecht. Beginnt bei 241 und geht bis 853. Ja. Und zwar sind wir hier im allgemeinen Teil des Schuldrechts. Das Schuldrecht, das zweite Buch, besteht ja aus zwei Teilen, dem allgemeinen Teil und dem besonderen Teil. Wir sind im allgemeinen Teil des Schuldrechts. Wir sind ziemlich am Anfang, 241, zwei Absätze. Und zwar relevant ist hier der Absatz 2. Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten. Das heißt, wenn man ein Schuldverhältnis mit jemandem eingeht, dann muss man auch Rücksicht nehmen auf zum Beispiel Rechtsgüter, Interessen und Rechte, die nicht unmittelbar jetzt mit diesem sich gerade geschlossenen Vertrag zu tun haben. Ja, das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil, jeden der beiden Vertragspartner, zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten. Man muss also Rücksicht nehmen auf die Interessen, Rechtsgüter und Rechte des Vertragspartners. So, und jetzt kommt ein Beispiel. Beispiel. Und das klassische Beispiel ist, ein Bauer kauft ein Rind und dieses Rind ist krank. Kauft also ein krankes Rind. Bauer kauft ein krankes Rind und damit ist nicht nur dieses Rind betroffen, sondern die übrige Herde wird angesteckt. Kauft ein krankes Rind, Rind steckt
die übrige Herde an. Wir nehmen das mal als Beispiel. Ich habe das mir selber nicht ausgedacht. Ich habe das aus einem Lehrbuch. Ich bin mittlerweile, was diese Ansteckung angeht, sehr, sehr skeptisch. Aber wir lassen es mal als Beispiel so stehen. Bauer kauft kein gesundes Rind. Er will natürlich ein gesundes Rind kaufen. Er bekommt aber ein krankes Rind. Und damit ist nicht nur unmittelbar der Vertrag betroffen, der Vertragsgegenstand, nämlich das Rind, sondern seine übrige Herde wird auch noch angesteckt. Gehen wir in den 241 zurück. Das Schuldverhältnis kann seinen Inhalt jeden Teil, also den Käufer und den Verkäufer, in dem Fall den Verkäufer, zur Rücksichtnahme verpflichten auf die Interessenrechtsgüter und die Rechte des anderen. In dem Fall mindestens auf seine Interessen, denn der Bauer wollte ein gesundes Rind, jetzt hat er, sagen wir, 20 kranke Rinder. Ja, das steckt dahinter, das ist hier gemeint, 241 Absatz 2 BGB. Das ist die aktive Vertragsverletzung. Der Schuldner, in dem Fall der Verkäufer des Rindes, tut etwas, er liefert ein krankes Rind, was er nicht tun sollte. So. Und das ist es im Grunde. Ja, wir müssen noch reinschauen in den 282, das machen wir noch eben ganz kurz. 282 BGB. Schadensersatz statt der Leistung in Verletzung einer Pflicht nach 241 Absatz 2. Ja, also klassischerweise würde man sich an den 241 Absatz 2 einen Querverweis machen. Das ist erlaubt im Rahmen der Prüfung, die ich betreue, ne, die IHK-Prüfung, ist es erlaubt. Nicht erlaubt sind verbale Zusätze, aber Sie dürfen einen Fall machen und dürfen neben den 241 Absatz 2 den 282 daneben schreiben. Ja, wir sind immer noch im zweiten Buch, wir sind im BGB natürlich. Hier gibt es nur diese drei Zeilen, also es gibt keine Absätze hier innerhalb des Paragraphen 282. Verletzt der Schuldner eine Pflicht nach 241 Absatz 2, das hatten wir gerade geklärt, was das ist, ne? Kann der Gläubiger unter den Voraussetzungen des 280, ja, das ist die Pflichtverletzung, die Schuld und so weiter und so weiter. Das habe ich auch an anderer Stelle sehr oft besprochen. Das ist der berühmte Schadensersatzparagraf, der 280, der immer hier eine Rolle spielt. Ja, den müssten wir also auch dann prüfen gegebenenfalls, wenn wir das als Rechtsfall haben. 280, wenn also die Voraussetzungen des 280 erfüllt sind, Schadensersatz statt der Leistung. Schadensersatz statt der Leistung. Er will also das kranke Rind nicht und will darüber hinaus Schadensersatz statt der Leistung, wenn ihm die Leistung durch den Schuldner nicht mehr zuzumuten ist. Ja, das könnte in dem Fall wirklich hier gegeben sein. Diesen Weg zu gehen ist schwierig. Ja, das ist der schwierigere Weg. Schadensersatz statt der Leistung erfordert immer mehr die Erfüllung von mehr Bedingungen als der übliche Schadensersatz. Na, aber in dem Fall, in meinem Beispiel, ist das wahrscheinlich das, was dabei herauskommt. Zumindest sollte, theoretisch sollte, na, dass Richter in der Praxis dann immer zu Vergleichsmauscheleien neigen und so weiter, ist ein anderes Thema. Na, also das ist das, was hier rauskommen sollte. 241 Absatz 2. Dann immer der 280, vielleicht sollten wir es ergänzen. Ne? Eigentlich auch die Reihenfolge sollten wir vielleicht anders machen. 280 und dann 282. So, Paragraphen 241 Absatz 2, 280 und 282 BGB. So ist es schöner. So, das ist das, was man wissen sollte. Wenn man sich also merkt, positive Vertragsverletzung ist aktive Vertragsverletzung der Schuldner. Jetzt wissen wir auch, wer dieser jemand ist. Ne? Der Schuldner, nämlich der, der das Rind schuldet. Der andere schuldet das Geld. Ne? Das sind also wechselseitige Schuldverhältnisse. Der Schuldner tut etwas, was er nicht tun sollte. Das ist die aktive Vertragsverletzung und etwas missverständlich nennt man das positive Vertragsverletzung. Und ich glaube, jetzt haben wir es geklärt.
Alles Gute, Marius Ebert.